chào mọi người, tôi là Lê Phi Hùng, là giảng viên của khoa đồ họa. Ich bin Dozent für Grafikdesign. Meine Arbeit entstand auf einer Exkursion mit Studenten in Dalat. Fertiggestellt habe ich sie in dieser Werkstatt der Hochschule. Dalat ist auch das Thema dieses Bildes. Das ist eines dieser Gemälde in Schwarz-Weiß. Hier habe ich Tinte mit Wasserfarben des Westens kombiniert. Dies ist ein Werk von 2009 aus einer Serie von mehreren Gemälden mit dem Motiv von Mona Lisa. Sie sehen ein Stillleben, Stühle und oben das Bild von Mona Lisa. Ich bin Bildhauer und bearbeite hauptsächlich Kupfer, Stein und Holz für meine Skulpturen. Im ersten Werk ist die Liebe das Thema. Es ist eine Skulptur aus Holz. Ich habe für die Ausstellung eine Serie von Radierungen ausgesucht. Mein Thema ist die Landschaft des Südwestens von Vietnam. Ich liebe diese charakteristischen Elemente wie Brücken, Flüsse, Kokosbäume. Ich liebe besonders Landschaften und habe viele Länder bereisen können. Ich will meine Eindrücke und Empfindungen von der Landschaft Vietnams und auch die der Länder, die ich besucht habe, in meinen Gemälden wiedergeben. Wenn Sie mich fragen, was Kunst bedeutet, würde ich persönlich sagen, dass Kunst gut ist für alle Menschen, für Menschen aller Berufe, für Alte und Junge. Die Pracht der Pflaumenblütensaison im Norden hat mich zu diesem Gemälde inspiriert. Es gibt viele Klänge, viele Facetten, auch Neuerungen, die in meinen Gemälden wiederzufinden sind. Hier ist eine Geige, die in den Raum übergeht. Fische leben im Wasser, können aber auch das Wasser verlassen. Mit diesem Werk möchte ich unsere Kultur pflegen. Tanzende Mädchen sind Teil der Touristenattraktion beim Kaffeefest. In meiner Kunst will ich Transformationen zum Ausdruck bringen. Als Student dieser Hochschule bin ich zurzeit auch freier Maler. Seit meiner Kindheit bis zum heutigen Tag mache ich Holzschnitte. Die Kunsthochschule der Ho Chi Minh Stadt ist eine der ältesten Bildungseinrichtungen Vietnams. Hinter mir sehen Sie ein Werk, das hier an der Hochschule entstand. Die Lackmalerei hat sich mit viel Anstrengung und Verbesserungen von einem traditionellen Handwerk zu einer nationalen Kunstrichtung entwickelt. Professor Dr. Minh ist als Rektor der Kunsthochschule an einer internationalen Zusammenarbeit mit Lehrkräften, zum Beispiel in Deutschland, interessiert. Ich liebe Holzdruck und Radierung und arbeite selber seit vielen Jahren intensiv in diesen Bereichen. In diesem Bild wird zum Beispiel die Keramikarbeit der Kamp dargestellt. In diesem Gemälde wurde ein Liebespaar der Kamp dargestellt, vor dem für diese Gegend sehr typischen Hintergrund. In den 80er Jahren konnte ich in Halle in der DDR weiter studieren. Zurück in Vietnam begann ich an der Kunsthochschule in Hanoi zu lehren. Ich habe beispielsweise so viele Logos gestaltet, dass Google mir den Titel Logokönig verliehen hat. Wu Yin ist auch Rektor der Grafikdesign-Akademie und hatte ein besonderes Verhältnis zu Deutschland, das er regelmäßig besucht und als seine zweite Heimat betrachtet. An der Kunsthochschule Don Duc Dang bin ich Dozent im Fachbereich Industrielle Kunst. Ich liebe die Natur und führe regelmäßig Malexkursionen mit Studenten durch. Die Eindrücke aus der Natur, von der Umwelt, von Menschen und der Gesellschaft mache ich zum Thema meiner Bilder. Der Maler beginnt mit einer Skizze vor Ort, zum Beispiel Boote in Bangkok. Wir wollen in dieser Ausstellung einiges vom heutigen Vietnam beisteuern und es so dem deutschen Publikum näher bringen. Vietnam ist ein Land, das sich noch entwickelt, aber wir schauen optimistisch in die Zukunft.